Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Biomutant. Ich stehe hier bei Klumpi und ich habe mal geschaut, was wir als nächstes machen können. Ich habe mich dafür entschieden, dass wir uns diesen Pummelschnauber hier mal vornehmen. Sprich, den ersten Weltenfresser. Der ist da hinten anzutreffen. Und hoppen wir hier zum Strand. Und holen uns unser Bötchen. Genau. Ah, da oben ist er ja schon. Der ist aber groß. So, als allererstes kümmere ich mich mal um das Boot hier hinten. Ich habe keine Fernkampfwaffe. Ist ja blöd. Jetzt aber. So. Ja, ich hatte mal etwas gegoogelt, ob wir, beziehungsweise anders angefangen. Die Jagdni hatten ja gesagt, sie wollen den Baum auffressen lassen von den Weltenfressern. Und ich dachte mir dann, letztendlich muss ich die am Leben lassen, aber dem ist nicht das so. Das ist der Pummelschnauber, der an der Rinde kaut. Nachdem er das Bein von Steinalt gemampft hat, ist er wohl auf den Geschmack gekommen. Okay, er möchte noch mehr Beine. Was im Mund? Ich muss jetzt hier im Boot gegen den kämpfen? Na gut, dann machen wir das. Bisher sehr einfach. Bootseller. Das tat eben etwas weh. Ich wüsste ja gern, wie viel HP der noch hat. Kann ich mich... Upsa! Na! Kann man heilen? Schwing den Bumball und schleudere so ihn unter den Schnauber. Okay, das heißt, ich muss mit diesen... Minen gegen ihn ankämpfen. Upsala. Achso, und jetzt muss ich da dagegen schießen. Ah. Okay, ich sollte mich mal heilen. Ja, komm, 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 komm. Das war gar nichts. Okay, das ist ein bisschen hakelig, der Gegner. Oh. Der lag gut. Na, jetzt muss ich nachladen. Mir gehen langsam die Minen aus, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob die dann irgendwann wieder spawnen. Das sieht fast so aus, ja. Ach. Eieieiei. Das war mal knapp. Wo ist er hin? Ach da. Er verfolgt mich. Verschieße Quarker. Upsa.
Achso, mit links. Ja, linker Trigger. Wo ist er denn? Entfessle die Quaker. Und nun? Kam er zu spät wieder hoch. Ist das nicht süß? Ein Übergroßer, der mit Quakern spielt. Okay, er spielt mit meinen Quakern, das macht er toll. Dauert aber ewig. Hatte ich nicht eben eine Mine am Wickel? Jetzt habe ich eine. Ups, Anna. Brenn. Also, nein, schwimm. Heilen. Das war ein Volltreffer. So, dann kommen wir ran hier. Dann machen wir gar nichts. Komm her! Komm! Ja, je! Ja, immerhin hat er ein Viertel seines Lebens bereits verloren. Oh, schnell, 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 schnell! Weg hier! Mal hochheilen. Noch mehr heilen. Uff. Oh. Ich glaube, da muss ich etwas aufpassen. Ach je, je, das Ganze noch einmal. Das Komische ist, jetzt mache ich hier Schaden, aber so richtig. Und jetzt mache ich wieder keinen Schaden. Den Schwanz muss ich aufpassen, der tut weh. Nein, jetzt taucht er ab. Verdammt.
Wo ist er hin? Ah ja. Oh, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ganz gefährlich. Das war ziemlich nah. Was macht er denn da? Verdammt. So richtig habe ich es noch nicht raus, wie ich den besiegen muss. Also ja, er nimmt ein bisschen Schaden, aber... Der rennt halt immer wieder zurück, wenn ich mal in der Nähe bin, mit so einer Mine. Ich kann ihn jetzt zum Beispiel nicht mehr normal abschießen, was ja anfangs ging. Obwohl, jetzt nimmt er wieder Schaden. Ich begreife den Kampf überhaupt nicht. Upsa, schneller. Eieieiei. Wo ist er hin? Ach, hinter mir. Wo kommt er? Ich nehme mal hier hin. Kann es sein, dass ich noch Schaden machen kann, während er mit den Quietsche-Entchen spielt? Und jetzt zum Beispiel nicht mehr? Also es wirkt so ein bisschen... Das war aber knapp. Nein! Verdammt! Noch einmal! Der Kampf noch gar nicht richtig los, da bekam ich schon die erste Schelle. Also doch, ich kann auch Schaden ohne Minen machen. Irgendwie. Vorsichtig, nicht zu nah ran.
ist ein sehr, sehr komischer Kampf. Uff. Schnell weg, 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 weg. Oh, was passiert denn jetzt? Ich habe eben Schaden gemacht. Das ist nicht zu knapp. Da kommt er. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Hey. Uff. Das war knapp. Nein! Das Komische ist, ich konnte jetzt direkt Schaden machen, was ja die ganze Zeit nicht ging. Nicht zu nah. Verfolgt er mich? Nicht so nah. Schon wieder furchtbar knapp. Schön die Welle mitgenommen.
Ja. Oh, verdammt. Ach, da war nichts. Gar nicht mal so einfach, diese Minen bei ihm zu platzieren, denn jedes Mal, wenn man kurz davor ist, an ihn ranzukommen, kommt er da an mit so einer Welle. Spürst du das? Es weht ein frischer Wind. Lass dir diese Chance nicht entgehen. Nanu? Ich glaube, Phase 2. Eieiei. So, ich sollte vielleicht dann mal rüber hoppeln. Okay. Lauf, kleiner Biber, lauf. Da habe ich gedacht, Phase 2 wird einfacher, wenn er dann nicht mehr im Wasser ist. Das war halt gar nichts. Ich komme hier nicht weg. Ja, warum nicht? Jetzt. Jetzt drauf da. Ja. Nanu? Ich habe ihn besiegt. Krass. Ich habe zwar die Hälfte des Kampfes nichts gesehen, weil die ganze Zeit sein Fell da im Weg war. Was passiert denn da? Werde ich da zurückgeschwommen? Ich wurde abgeschleppt. Oh, der lebt aber noch. Er dankt dir, dass du den ersten Weltenfresser erledigt hast. Das ist ein Anfang. Aber die Jacken wollten die doch leben lassen. Gehen und alles über die Maschine herausfinden, die er Arche nennt.
Auch wenn Steinalt deinen Absichten misstraut, verlässt er sich auf deine Hilfe. Der Sifu ist sich sicher, dass er dir sagen wird, was du wissen musst. Er schätzt, mittlerweile weißt du, wo du Steinalt findest. Er war schon immer am Fuß des Baumes und daran hat sich nichts geändert. Okay. Dann gehen wir mal zu Steinalt. Bilbo weiß, dass er sich wiederholt, aber er redet einfach gern mit dir. War das wirklich alles? Sagt, der Baum des Lebens verbindet die ganze Schöpfung miteinander. Fehlt mir noch eine wichtige Information? Will, dass du damit aufhörst, alles zu verschlimmern. Ich mache gar nichts schlimmer. Wünscht dir alle. Glibo weiß, dass er sich wieder sagt, du. Komischer Typ. So. Achso, wir hatten eine Quest bei Glibo. Okay. Dann Nanu? Was machen wir denn plötzlich da oben? Finde die Nono. Okay. Ja, können wir mal schauen. Ich dachte ja eigentlich, ach, hier ist der Baum des Lebens. Okay, ich dachte die ganze Zeit, er ist irgendwie hier. Ist er ja gar nicht. Ja, dann hole ich noch schnell den Nono und laufe dann mal zu Steinalt zurück. Der Nono, der ist da oben. Das ist ordentlich weit weg. Lass mich erstmal orientieren, wo ich hier überhaupt bin. Eigentlich würde ich auch gerne wissen, was da drin ist und überhaupt. Das ist richtig unangenehm, wenn man irgendwo mitten auf der Karte abgesetzt wird. In jede Richtung kann man gehen, überall findet man etwas. Das Areal erforschen wir aber erst in der nächsten Episode. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Und wenn ihr sehen wollt, wie es mit Biomutant weitergeht, dann abonniert meinen Kanal. Bis dahin, gehabt euch wohl.